Tausend Jahre Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu 1000 Jahre Kultur. Das Sommer wieder. Und heute haben wir, ich hoffe, ihr habt Hunger und Durst mitgebracht. Ja. Denn heute geht es um Prost Mahlzeit. Essen und Trinken in der Popkultur. Genau. Episode 61 übrigens. 61 ist es, richtig. Ja. Und ja, wir haben uns mal für ein Feld entschieden, was wir bisher noch gar nicht so richtig beackert haben. Nämlich die Nahrungsmittel. Ja, ackern ist auch ein gutes Stichwort eigentlich, ne? Weil man muss ja auch erstmal ackern. Absolut. Zumindest wenn man Gemüse essen möchte. Richtig, ne? Zum Beispiel. Ja. Ne? Eigentlich für fast alles. Ne? Ja. Für fast alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, muss auch irgendwie in irgendeiner Form geackert werden. Ja. Außer es kommt komplett aus der Retorte. Stimmt, dahin kommen wir erst noch. Da kommen wir auch hin, bestimmt. Und ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt die Folge wird mit den meisten Product Placements, also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Ach, echt? Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Was kann man sagen? Nahrungsmittel haben schon immer eine entscheidende Rolle in der Popkultur gespielt. Von ikonischen Speisen in Film und Fernsehen bis zu Marken, die zu Symbolen geworden sind. Mhm. Ist die Verbindung dann zwischen Essen und Unterhaltung schon eng. Eng. Ja. Ne? Ja, werfen wir doch mal einen Blick da drauf. Mhm. Ich könnte direkt anfangen Mach mit einer mal. Kleinen Top 5. Top 5 an popkulturell relevanten Speisen und Getränken aus Funk, Film und Fernsehen. Ja. Soll ich mal starten? Ja, bitte. Auf Platz 5, das Duff-Bier der Simpsons. Oh ja. Kennst du, ne? Ja, natürlich. Kennt wahrscheinlich jeder, ne? Ja, durch das hat doch Lisa die Musik gesehen. Ja, stimmt. Boah, das hatte ich ja völlig vergessen, genau. Ich kann die Musik sehen. Wie heißt sehen. Das noch? Synästhesie, ist es das? Heißt das? Ah, ist das nicht so? Das, wenn man Farben... Ja, oder so, ja. Genau. Ja, da müsst ihr nochmal gleich nachgucken, wie der Fachbegriff dafür ist. Ja, aber es gibt es ja auch, ja. Ne? Mhm. Ja, das bevorzugte Bier der Bewohner von Springfield, kann man sagen. Obwohl es sich um ein fiktives Bier handelte, muss man dazu sagen, weil mittlerweile gibt es Duff-Bier auch in Dosen zu kaufen, hat es halt eine bemerkenswerte Präsenz erreicht und wird oft als Synonym für das Versagen und die Faulheit von Homer Simpson und seinen Freunden verwendet. Und die Marke wurde sogar, wie ich schon sagte, zu einem echten Produkt gemacht, das in einigen Ländern erhältlich ist. Unter anderem auch zwischendurch im Lidl. Da habe ich es mal gekauft. In der Aktionswoche wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Genau, ne? Schmeckt auch ganz okay. Ja? Also ist, glaube ich, in der Dose oder in der Flasche? Es war in der Dose natürlich, stilecht. Ja. Ich glaube, es war entweder ein Export oder ein Lager. Ich weiß es gerade nicht. Eins von beiden. Also so ein gepanschter Shit. Mhm, aber das, was man erwartet halt. Ja. Ne? Ich war ja damals mal, als wir in Los Angeles waren, in den Universal Studios. Da gibt es ja einen extra Themenbereich der Simpsons. Und da gab es dann auch Krusty Burger und so. Mhm, und da gab es natürlich auch Duff Beer. Ja. Und gut, der Krusty Burger war auch so, wie man sich den vorstellt. Also nichts Besonderes, fettig. Und naja, ging aber. Mhm. Ne? Genau, Platz 4. Das ist jetzt schon mehr für die Connoisseure. Romulan Ale aus Star Trek. Achso, Star Trek habe ich nie Ich auch nicht. Ne? Ja. Ich habe das auch nur im Zuge meiner Recherchen herausgefunden. Also das ist ein fiktives Getränk eben aus dem Star Trek-Universum, das für seine intensive blaue Farbe und seine starke Wirkung bekannt ist. Und obwohl es im Star Trek-Kanon als hochgradig illegal gilt, ist es dennoch zu einem beliebten Kultgetränk für Trekkies geworden. Romulan Ale verkörpert die Abenteuerlust und den Geist der Entdeckung, die die Star Trek-Serie ausmachen, und hat sich zu einem festen Bestandteil von Star Trek-Memorabilien. Sammelobjekte? Sammelobjekte könnte man sagen. Und eben auch auf Fanveranstaltungen wird das gerne gereicht. Ne? Ist wahrscheinlich so ähnlich wie Texas Tea. Lean, ne? Das ist dann lila von der Farbe und Romulan Ale ist halt blau. Ja, ich glaube, blau kann man durch natürliche Inhaltsstoffe gar nicht Schwierig, hinbekommen. Ne? Leider. Wahrscheinlich. Dann kann es nur irgendwas Chemisches sein. Lecker. Richtig lecker. Ja. Auch Platz 3 ist wieder was für Connoisseure, nämlich der Krabby Patty aus SpongeBob Schwankopf. Aha, okay. Hört sich auch lecker an. Ist, glaube ich, auch lecker. Das ist nämlich das ikonische Sandwich aus der beliebten Zeichentrickserie SpongeBob. Und obwohl wir nie genau erfahren, was in einem Krabby Patty enthalten ist, wird seine geheimnisvolle Natur... Mikroplastik wahrscheinlich. Ja. Genau. Oft als zentraler Handlungsstrang in der Serie verwendet. Und die Krabby Patty hat nicht nur in der Welt von Bikini Bottom einen legendären Status, sondern hat auch die reale Welt erreicht, wo sie zu einem Symbol für die verrückte und liebenswerte Welt von SpongeBob
geworden ist. So, Platz 2, da können wir also wieder mitreden, nämlich der Big Kahuna Burger aus Pulp Fiction. Ah, ja. Den ich mal mit meinem Bruder nachgebaut habe. Also der Big Kahuna Burger, der in Quentin Tarantinos Kultfilm Pulp Fiction vorkommt, ist zu einem legendären Symbol für den Film geworden. Obwohl wir nie wirklich sehen, wie der Burger gegessen wird, wird er in mehreren Schlüsselszenen erwähnt und hat eine fast mythische Bedeutung innerhalb des Films erlangt. Diese fiktive Fastfood-Kette und ihr Signature-Burger sind zu einem Markenzeichen für die coole, unkonventionelle Welt von Tarantino geworden und haben einen festen Platz in der Popkultur eingenommen. Mittlerweile gibt es den Burger auch wirklich, genauso wie die Kette. Ja, also das haben die alles im Nachhinein dann doch noch gemacht. Und da gab es ein Rezept, weiß ich noch, bei chefkoch.de, das haben mein Bruder und ich uns rausgesucht. Mhm. Und dann haben wir den gebaut und es war wirklich einer der geilsten Burger. Ja, was kommt da drauf? Ja, du wirst jetzt vielleicht kurz schlucken, aber da kommt tatsächlich auch eine Scheibe Ananas drauf. Oh, aber ey, das war in der Kombination mit diesem Rindfleisch, mit diesem fetten Angus Steak, Rindfleisch Patty, dann eine Scheibe Cheddar Cheese, selbstgemachte Barbecue-Soße, die der absolute Killer war, angebratene Zwiebeln, ich weiß nicht, was noch drauf, also wirklich. Angebratene Zwiebeln sind geil auf so einem Burger, ne? Finde ich karamellisiert. Ja, natürlich. Ne? Natürlich, ja. Auch so richtig dicke Scheiben, ne? Das ist also eine extra Schicht, die ist also fast genauso dick wie der Burger. Das ist also so ein Kamerad am Ende gewesen, den konntest du eigentlich gar nicht, also auch plattdrücken ging nicht, den musstest du mit Messer und Gabel irgendwie versuchen zu sezieren, ne? Ja, kommen wir zu Platz 1. Was glaubst du, ist das Platz 1? Ich überlege gerade, was könnte das denn sein? Aus einem Film? Ja. Sehr erfolgreiche Filmreihe. Kommt demnächst wohl angeblich ein neuer Teil, obwohl es eigentlich abgeschlossen war. Oder ist es schon? Ich weiß gerade gar nicht. Aus den 80ern? 90, späte 90er, Anfang 2000er eher. Ich würde sogar sagen Anfang 2000er. 2004, 2005 so. Buchreihe vorweggegangen. Umstrittene Autorin. Harry Potter. Richtig! Habe ich ja weder gelesen noch geguckt. Oh. Ja. Gibt's ja gar nicht. Ist halt Fantasy. Ja, geht. Ja, geht. Ist eher so eine. Ja, ja, auch, aber nicht so klassisch Fantasy, ne? Drachen, so, ja oder nein? Nein. Okay. Nein, Drachen kann ich mir so nicht. So Zauberer rein. Und sowas, ne? Ja. Ja. Genau. Vielleicht soll ich es mir mal geben. Es lohnt sich, definitiv. Den ersten Teil mal angucken. Definitiv auch die Bücher lohnen. Ja. Ich habe ja mit meiner Tochter die jahrelang als Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen. Und, was essen die da? Die trinken Butterbier. Schon mal gehört? Nee. Klingt erstmal ganz fancy, ne? Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so fancy bin. Ja, also Butterbier kommt eben vor in diesen Büchern und in den Filmen, hat eine treue Anhängerschaft unter den Fans der Serie gefunden und es wird oft als ein süßes, warmes Getränk beschrieben, das in der Hogsmeade Pubs serviert wird. Mhm. Und die Popularität von Butterbier erstreckt sich weit über die Buchseiten hinaus und hat sich zu einem echten Getränk entwickelt, das in Themenparks und sogar in einigen Cafés auf der ganzen Welt. Und weißt du, wie es... Ich habe es noch nicht getrunken, nein. Woraus besteht? Nein. Butter wahrscheinlich. Gebraute Butter. Nein, ich weiß es nicht. Also es steht als Symbol für die Magie und das Abenteuer und bietet Fans die Möglichkeit, einen Hauch von Hogwarts in der realen Welt zu erleben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, klingt schon spannend. Also, ja, und es auch kann ein bisschen strange, schmecken, ne? Aber wird auch ganz lecker. Auch ein bisschen strange. Auf jeden Fall. Ja, da sind wir auch gleich bei meinem nächsten Musikstück, das ich jetzt spiele, nämlich von den Schotten, von den Temples. Wir hören Strange or Be Forgotten. Viel Spaß. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, die Temples waren das. Schön. Eine sehr empfehlenswerte Band. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Ja, kommen wir zu einem Thema, das schon noch allgegenwärtig ist, finde ich. Insbesondere seit den 90er Jahren, würde ich sagen, auch in Deutschland. Wenn man so den Fernseher anmacht und so ein bisschen durchseppt, landet man früher oder später bei einer Kochsendung. Ja, jo. Genau. Das kann man sagen. Also, ich würde sagen, so in den 90ern hat das hier so richtig durchgeschlagen in Deutschland. Also Alfredissimo natürlich so als die Urkochsendung mit Promis dann. Und den alten Bio. Ja, habe ich immer gerne geguckt. Ja, den fand ich immer super. Ne? Oder dann gab es auch so die ersten Challenges. Ich glaube, wie war das auf Vox oder wo dann Leute irgendwie so einen Beutel bekamen, so zwei Teams mit Lebensmitteln, daraus mussten sie was kochen. Kochduell, so hieß es, glaube ich. Ne? Genau, so solche Sachen. Ja, genau. Und die allererste Kochshow oder die ersten Kochshows sind im Radio gesendet worden. Gar nicht im Fernsehen, sondern es datiert so lange zurück, dass es noch ein...
ausschließlich das Radio betrifft. Ja. Ja. Und die erste Radiokochshow war dann wohl auch in den USA, nämlich 1924. Wow. Ja, The Betty Crocker Cooking School of the Air. Krass. Ja, genau. Das und wusste ich auch diese nicht. Betty Crocker war wohl ein fiktiver Charakter, der da irgendwie gekocht hat. Ja. Dann gab es in Großbritannien dann wohl eine der ersten Kochsendungen, Kochsendung oder Kochelement sozusagen, das erste Kochelement im Fernsehen. Ja. Das war 1937 in Großbritannien. Cook's Night Out nannte sich das. Ja. Und das, was als erstes zubereitet wurde, war ein Omelette. Aha. Habe ich heute übrigens auch gehabt. Ah, ja, lecker. Ja, lecker. Das kann man immer machen. Ich hatte Rührei, das ist so ähnlich. Bitte? Ich hatte Rührei, das ist so ähnlich. Ne? Genau. Das eine war vielleicht eher... Ein Omelette ist irgendwie, das kann man das morgens oder abends haben und das Rührei ist eher für morgens. Ja, das stimmt. Irgendwie. Wobei auch, das kann man auch mal zu, es gibt auch Gerichte, wo man das als Beilage ganz gut dazu knallen kann. Ach echt? Ja, was denn? Mach ich schon mal ganz gerne. Zu Steak? Mit Kartoffeln, ja, oder zu Spargel oder, also das passt zu vielen. Stimmt, zu Spargel, ja. Es stimmt. Gibt ja auch verschiedene Rezepturen, du brauchst nur den Helge fragen, der hat da einige auf Lager. Ich bin auch bekannt als der Rührei-King der Siegfriedstraße. Ist das so, ja? Bei mir gibt es jedes Wochenende Rührei in verschiedensten Variationen. Also wenn ich irgendwo mal frühstücken gehe oder brunchen, das ist eh die Frage, bist du da eher der deftige oder der süße Typ? Ich lass das mal im Raum stehen. Ich glaube, ich kann beides sein. Ich kann deftig süß sein, aber auch manchmal einfach nur süß deftig. Ja. Nein, also ich, wenn ich jetzt, also meistens, also Rührei mache ich natürlich meistens deftig, ja. Bei Pfannkuchen. Pancakes, da ist beides geil. Also auch so herzhafte mit Käse und Schinken drin, mhm. Finde ich auch saugeil. Ja. Also wenn ich mal irgendwo frühstücken gehe oder brunchen, ich starre dann immer stundenlang auf die Karte, aber ich entscheide mich am Ende dann doch immer für English Breakfast. Ja, das ist ja auch das geil. Also English Breakfast, wenn sie irgendwas können, dann ist es wirklich perverses Frühstück. Und da Frühstück hast du irgendwie alles. Bacon, Beans und Sausages und boah. Ja. Ja, richtig geil. Richtig geil. Ja. Naja, so wie zum Thema Omelette. Ja, wir reden uns hier heute in Hunger. Genau. Genau. Jedenfalls lief dann die allererste richtige Kochsendung im englischen TV von 1946 bis 1951. Die hieß ganz schlicht Cookery. Cookery, ja. Cookery. Cookery hier, Cookery da. Cookery. Die USA sind natürlich dann auch relativ schnell auf den Zug aufgesprungen. 1940 gab es dann Sunday Evening Supper. Und dann eben auch von 46 bis 47 eine richtige Live-Fernsehserie mit Kochen auf NBC. I Love to Eat hieß die, ganz simpel. Ja. Ja. Und Motto. In Deutschland hast du es auch schon mal hier etwas ausführlicher vorgestellt. Den deutschen Fernsehkoch schlechthin der damaligen Zeit, seit 1953, Clemens Wilmenroth, bitte zu Tisch. Und er hat, wie du mal erläutert hast, das Toast Hawaii erfunden. Ja, stimmt. Ne? Genau. Das war, war das eine 60er-Episode? Oder noch früher. Dann ja wahrscheinlich die 50er. 50er, ne? Ja. Könnte ich mir denken. Ja, so genau. Wirtschaftswunder und so, ne? Ja. Mhm. So, und kommen wir nun zu der Person, die ich mir jetzt mal genauer angucken möchte mit euch. Und zwar startete nämlich 1963 eine bahnbrechende Kochsendung in den USA unter dem Titel The French Chef. Also das der französische Koch. Ja. Und es war ohnehin eine der ersten richtigen Kochsendungen und überhaupt in den Vereinigten Staaten. War aber was Besonderes, denn moderiert wurde diese Sendung von Julia Child, die Mitautorin des Kochbuchs Mastering the Art of French Cooking ist oder war vielmehr. Das klingt nach Martial Arts. Ja. Also es war eine ganz ausführliche Kochanleitung, die sie da zusammengestellt hat in ihrem Kochbuch. 1961 war das. Mhm. Und sie hat mit diesem Kochbuch und auch mit der Sendung selbst eine ganze Generation von Kochbegeisterten inspiriert. Vor allem, weil sie eben neue kulinarische Einflüsse eingebracht hat. Ne? Mhm. Und das Kochbuch eben war ein wichtiger Meilenstein. Denn zu der Zeit war es in den USA wohl schon so, dass Fertiggerichte auf dem Vormarsch war. Vormarsch, sagt man das? Vormarsch, ja, ne? Ja. Genau. Und verarbeitete Produkte immer beliebter wurden, ne? Weil ging halt schnell und war was Neues und Leute fuhren drauf ab. Mhm. Das kam ja doch schon erst viel später, ne? Die ganze Fertigproduktgeschichte. Genau. Und dieses Kochbuch hat eben die amerikanische Kochfrau dazu ermutigt, doch mal wieder selber zu kochen. Ja? Und das Kochbuch selbst hat eine riesige Bandbreite abgedeckt. Also sie hat vor allem auch Wert aufs Detail gelegt. Also alle möglichen Rezepte von A bis Z, beziehungsweise von Frühstück bis Abendessen mit Vorspeise etc. alles irgendwie ganz genau dargestellt.
Und dann gehören aber auch so was wie grundlegende Techniken dazu. Wie hält man das Messer? Was sind die Zutaten? Aber alles eben bezogen auf die französische Küche. Das war eben das Besondere daran. Cool. Genau. Ein umfassendes Glossar mit kulinarischen Begriffen und so weiter. So, und vor einigen Jahren, genau zu sein 2009, hat sich Nora Ephron, die Regisseurin und Drehbuchautorin, gedacht, daraus mache ich mal einen Film. Ja, und im Film selbst verkörpert Meryl Streep nämlich die gute Frau Child. Ja. Sie ist also in der Hauptrolle zu sehen, aber mit ihr gemeinsam auch Amy Adams in einer ihrer frühen Rollen. Krass. Stanley Tucci und Chris Messina. Und Nora Ephron hat das Drehbuch geschrieben und die Regie geführt. Und was sie gemacht hat, war, dass sie zwei Bücher zusammengefügt hat für dieses Drehbuch. Eben zum einen hat sie Julia Childs Autobiografie genommen, My Life in France nennt sich das, hat sich diese Autobiografie genommen und die Memoiren, muss man sagen, einer jungen Frau namens Julie Powell, die Bloggerin war in den 2000ern und aufgrund ihrer Blog-Erfahrung, darauf kommen wir gleich zu sprechen, was sie da genau gemacht hat und welche Verbindung das zu Julia Child hatte, hat sie das dann nochmal quasi in Buchform gepackt und dann nochmal verkauft sozusagen. Und diese zwei Geschichten hat Nora Ephron zusammengepackt, um einen Film zu kreieren, der zwischen dieser beiden Leben springt. Also der Film springt zwischen den 50er Jahren und zwischen dem Jahr 2004. So. Und er beginnt in den 50ern, Mitte der 50er Jahre, als Julia Child und ihr Diplomaten-Ehemann Paul nach Paris ziehen, weil er eben Diplomat ist und dort beschäftigt ist sozusagen. Sie ist eine total eigensinnige Frau, sehr begeisterungsfähig und auch sehr unerschrocken in ihrer Art, so, ist auch schon ein bisschen älter. Und dadurch, dass ihr Mann eben den Tag über arbeitet und sie Hausfrau letztlich ist, sucht sie was, das sie beschäftigt den Tag hinweg. Und sie liebt zugleich französische Küche und somit entscheidet sie, die französische Kochschule Le Cordon Bleu zu besuchen und dort einen Kurs zu machen. Ja? Nun ist sie dort aber die einzige Frau, alles andere, die anderen sind alle Männer. Mhm. Ja? Koch war ja auch Männerdomäne. Männerdomäne, zumindest wenn es um die Profession geht. Ne? So, aber sie ist total ehrgeizig. Also am ersten Tag ist sie total überfordert und übt dann zu Hause. Es ist ganz schön zu sehen, wie sie halt übt, Zwiebeln zu schneiden. Und am Ende ist sie dann voll der Star am nächsten Tag im Kurs und hat dann einen Riesenberg Zwiebel geschnitten. Genau. Und das in irgendwie 0, nix sozusagen. Und ja, sie geht halt total daran auf, all diese Rezepte zu erlernen und kocht die da auch nach und so. Und man sieht eben so ein bisschen so ihr Leben in Frankreich mit ihrem Mann. Man verfolgt es halt so. Genau, und zwischendurch sieht man aber auch, wie sie, um eben an mehr Rezepte zu kommen, französische Rezepte, dass sie eben die Buchläden abklappert, um nach einem englischsprachigen Kochbuch zur französischen Küche zu suchen. Vergeblich, gab es nicht. Marktlücke. Krass. Noch in den 50ern war das wohl noch nicht so üblich. Nee, stimmt, ja. Ne? Da war noch alles recht jungfräulich. Ja, genau. So. Und nach einer Weile beginnt sie dann zusammen mit zwei weiteren Frauen, Simone Beck und Louisette Bertoll, an einem Buch über französische Küche für amerikanische Hausfrauen zu arbeiten. Mhm. Das ist die Idee. Und dabei gibt es dann aber so ein paar Hindernisse und das beschreibt eben dieser Part des Films. Mhm. Und wie gesagt, es wird dann eben gesprungen in die damalige Gegenwart, sage ich mal, ins Jahr 2002. Da treffen wir dann die junge Frau Julie Powell, die arbeitet in einem Callcenter. Und sie hasst diesen Job, es ist ein anstrengender Job. Sie nimmt nämlich Anrufe von Angehörigen und von Angehörigen von Opfern und anderen Bürgern entgegen, die sich nach 9-11, also quasi ein Jahr nach 9-11, über die umstrittenen Pläne des Wiederaufbaus des World Trade Center quasi beschweren. Okay. In einem Callcenter. Krass. Das heißt, sie sitzt am Telefon. Ja, krasser Job irgendwie. Also, muss man auch mal sacken lassen. Ja, wirklich. Wäre nochmal eine eigene Folge wert. Ja, ne? So komplex, ja, genau. Jedenfalls ist das nicht sehr bereichernd für sie. Sie ist oft genervt auch und ist halt stressig. Und damit ihr Alltag aber bereichernder wird, beschließt sie ein Projekt. Sie ist ein großer Julia Child-Fan. Also hat auch ihr Kochbuch und sie sagt sich, innerhalb eines Jahres will ich alle Rezepte aus diesem, das ist wirklich ein Mammutwerk, dieses Kochbuch, ja, also unglaublich viele Rezepte, bitte? Kochbibel. Ja, Kochbibel. Und sie sagt sich, ich möchte innerhalb eines Jahres alle Rezepte aus Julia Childs Kochbuch Mastering the Art of French Cooking nachkochen. Und damit das ein bisschen spannender wird, beschließt sie, das Ganze zu bloggen, also darüber zu bloggen. Und ihr Ehemann Eric unterstützt sie auch dabei. Und man sieht dann eben, wie sie sich an die Rezepte herantraut und es sind halt auch teilweise keine einfachen Sachen. Vor allem, weil sie jetzt nicht so die
Köchin ist, also ist auch für sie noch relativ neu. Zum Beispiel ist es eher schwierig, wenn sie versucht, einen Hummer lebend zu kochen. Kann man sich vorstellen, dass das etwas Überwindung benötigt. Mhm. So solche Sachen werden dann eben gezeichnet. Das ist irgendwie so ganz süß. Naja, und nebenher wächst eben auch die Fangemeinde ihres Blogs. Mhm. So. Und darum geht es im Grunde genommen in diesem Film. Also es ist so ein Feel-Good-Movie, würde ich sagen, der eben so zwischen diesen Zeiten hin und her springt. Es ist natürlich total was für Kochfans, also du hast da halt Lebensmittel in Nahaufnahme, frisches Gemüse und Messer und was nicht alles. Also ich glaube, Leute, die gerne kochen, kennen den Film vielleicht ohnehin. Ja. Oder für die wäre das dann generell was. Ich finde, dass der Film vor allem dann stark ist, wenn er in den 50er Jahren spielt, dann hat er auch so eine gewisse Färbung vielleicht auch. Und es hat so was ganz leichtes Französisches in den 50ern halt so, ne? Ja. Schön. Und die anderen Sachen, die im Jahr 2002 spielen, sind auch sehenswert, natürlich, aber erinnern teilweise eher an so einen Rom-Com. Also vielleicht so ein bisschen schlichter, ne? Ja, aber es zeigt eben auch ganz schön, wie es ist, wenn Leute sich bemühen, nach Rezept zu kochen. Ist ja auch nicht immer so einfach, ne? Stimmt, ja. Bedarf ja auch einiger Vorbereitung und wenn es am Ende nicht so ausfällt, wie man eigentlich wollte und so, naja. Jedenfalls insgesamt finde ich, ist es ein wirklich unterhaltsamer Film, der das Thema Kochen wirklich absolut in den Mittelpunkt stellt, ne? Und auch die Aufnahmen sind recht atmosphärisch. Wer wirklich hervorsticht, ist Meryl Streep in ihrer Rolle. Ja. Also das sagen auch alle Kritiker, die sich zu dem Film geäußert haben. Man muss dazu sagen, dass Julia Child eine etwas eigenwillige Art zu sprechen hatte. Also es gibt ihre Videos auch online, werden wir verlinken, auf YouTube auch ihre Kochvideos. Sie hatte eine recht hohe Stimme. Ja, und hat sehr... sehr eigen gesprochen, möchte man sagen. Und Meryl Streep greift das ziemlich gut auf, muss man sagen. Also sie schafft es ganz gut, so um diese Persönlichkeit von Julia Child auf Film zu bringen, sozusagen. Bei Rotten Tomatoes, mir fällt gerade auf, Tomatoes passend auch zu unserem Thema. Bei Rotten Tomatoes heißt es dazu, unterstützt von Meryl Streeps charismatischer Leistung als Julia Child, ist Julie und Julia eine leichte, aber recht unterhaltsame kulinarische Komödie. Ja. Und der Filmkritiker A.O. Scott von der New York Times schrieb, inzwischen hat Streep jeden Superlativ ausgeschöpft, den es gibt. Und wenn man behauptet, dass sie sich selbst übertroffen hat, heißt das nur, dass sie es wieder getan hat. Ihre Darbietung geht über eine physische Imitation hinaus, obwohl sie die runden Schultern und die flötende Stimme perfekt beherrscht. Ja. Nice. Also durchaus ein Tipp für Leute, die interessiert sind. Und es gibt auch einen Soundtrack. Ja. Der vorwiegend instrumentale Stücke beinhaltet, aber es gibt auch, ich glaube, drei Songs im klassischen Sinne, unter anderem Charles Aznavour. Oh, Charles. Oui, den haben wir wahrscheinlich auch noch nicht gehabt, oder? Nee, ich glaube nicht, der fehlt uns noch. Ja, den haben wir jetzt. Mit welchem Song? Mesemerde. Mesemerde? Oui. Irgendwas mit Scheiße? Habe ich auch. Ich glaube, so war er nicht drauf. Es geht, glaube ich, so um die Unzulänglichkeiten des Alltags, glaube ich. Ah, okay. Da bin ich gespannt. Ja, genau. Vielleicht kenne ich den. Geht's auch nicht. Es geht eher um die Atmosphäre. Ah ja, ich sehe auch gerade, es ist ein Wort, das sind nicht zwei. Okay, ja. Ja, ich habe sie als zwei Worte stehen. Ehrlich? Also ja, eine. Aber Merde dachte ich nochmal separat, weißt du? Nee, das nicht, genau. Okay, ich dachte Me und dann E-T und dann ich verstehe, Merde. Ich verstehe. Genau, aber das hören wir jetzt. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, très bien. Très bien, très bien. Seid ihr ready für ein bisschen mehr Input? Ja. Ja? Dann kommt mit mir in die Welt der Softdrinks. Der Softdrinks? Ja. Auch so ein Begriff, ne? Ja. Hatte früher keiner. Nee. Alkopops. Ja, so als Begriff, ne? Ja, genau. Ja, Softdrinks. Kennt ihr alle, ne? Von ikonischen Marken bis zu legendären Produkten. Haben diese einen unverkennbaren Platz in der Unterhaltungswelt erlangt und sind zum Symbolen für Genuss, Lifestyle und sogar Rebellion geworden. In diesem Artikel möchte ich euch aufklären über ein paar relevante Marken. So kommen wir wieder zum Marken und wir fangen an mit Platz 5. Was glaubst du ist Platz 5? Softdrink. Ja. Also Softdrink wäre jetzt für mich nicht alkoholisch. Ja, richtig, genau, so, genau. Darum geht's. Genau. Platz 5. Platz 5. Lass mich mal kurz die Top 5, mögliche Top 5 durchgehen. Ja. 1, 2, 3. Was könnte das denn sein? Soll schon eine Marke sein, ne? Wahrscheinlich, ja. Oder? Ja. Eine, ich sag mal, von den ganzen hier aus der Liste würde ich mal sagen, eine der jüngsten Marken.
Also die gibt es noch nicht so lange wie die Restlingen aus der... Reden wir von Deutschland oder weltweit? Wir reden von weltweit, aber wir sind durchaus Marken vertreten, die ja nicht aus Deutschland direkt, aber so Europa, sage ich jetzt mal. Das wird es wohl nicht sein. Ich sag mal 7-Up. Nein. 7-Up ist es nicht. Es ist Red Bull. Red Bull, okay. Red Bull und Stimmt. die Energy Revolution. Ja. Genau. Red Bull hat also die Welt wirklich revolutioniert, indem es den Energy Drink Trend ins Leben gerufen hat. Und mit seiner charakteristischen Dosenform, das ist ja auch eine spezielle Dose, ne, die gibt es nur von Red Bull, und seinem Slogan Red Bull verleiht Flügel, hat Red Bull eben eine komplette Subkultur von Energy Drink Liebhabern geschaffen. Mittlerweile ist es schon gar keine Subkultur mehr, weil es gibt so viele Energy Drinks mittlerweile. Ja, und die Marke ist eng mit Extremsportarten, Nightlife und Jugendkultur verbunden. Ich weiß auch, ich habe mein erstes Red Bull im Skiurlaub getrunken, mein zweites auf einer Techno-Party. Ich habe nur einmal Red Bull getrunken. Ach, ja. Das ist wenig. Ich bin kein Softdrink-Fan, muss ich dazu sagen. Ja. Meistens aufgrund der Kohlensäure, die ich immer. Ja. Ja, wobei Red Bull ja auch einen sehr intensiven wenig. Geschmack hat. Ja, und hat, glaube ich, wenig Kohlensäure auch, oder? Es geht. Das ist schon... Eben auch der Geschmack hat mich jetzt nicht so überzeugt. Nee, ist so tote Gummibärchen. Ja, man trinkt es, glaube ich, auch nicht wegen des Geschmacks. Nein, oder? Definitiv. Ja. Ne? Aber es wird halt eng mit Extremsport zum Beispiel auch verbunden. Ja. Ne? Und Nightlife und auch mit Musik. Also es gibt die Red Bull Music Academy zum Beispiel, ne? Die jungen Newcomer-Stars featured und so ein Kram. Ne? Die sind schon sehr umtriebig. Leider, muss man dazu sagen, ist der Chef leider... des rechten Gedankenguts sehr zugetan. Insofern sollte man sich... Ja, der ist gestorben, Gott sei Dank. Aber gut, wer weiß, wer das übernommen hat. Ne? Also bis dato war er immer mit Vorsicht zu genießen. So, Platz 4. Also ich nehme an, 7-Up ist nicht dabei. 7-Up ist in der Top 5 nicht dabei. Aber Dr. Pepper. Nah dran, aber wir sind bei Mountain Dew. Mountain Dew ist schon eher was Amerikanisches, was so erst in den letzten Jahren nach Europa geschwappt ist, im wahrsten Sinne. Ja. Mountain Dew hat auch den Fokus auf die Extreme Culture. Also hat sich eben als Marktführer für Erfrischungsgetränke in der Extremsport- und Jugendkultur etabliert. Mit seinen kühnen Werbekampagnen und Sponsoring-Aktivitäten ist Mountain Dew zu einem Symbol für Abenteuerlust und Risikobereitschaft geworden. Und Hast du schon mal getrunken? Ja. Wie schmeckt es denn? Ach, das ist gar nicht schlecht. Das hat so einen leichten, so einen Sprite-Touch, aber irgendwie noch so ein bisschen nicht so ganz so künstlich wie Sprite, finde ich. Sieht zwar ultra künstlich aus, es ist ja giftgrün, das Zeug. Also sieht wirklich aus, wie als würde es gerade aus dem Atomkraftwerk von Springfield aus dem Kühlreaktor gelaufen. Genau. Aber es schmeckt schon gut, muss man leider sagen. Ja. Das hat halt wirklich mega Präsenz in den letzten Jahren, auch in Filmen, Videospielen, Sportveranstaltungen. Also ist so eine Marke für Adrenalin-Junkies. Ne? Sieht auch aus wie pures Adrenalin. So, jetzt kommen wir zu deinem Dr. Pepper. Das ist nämlich Platz 3. Ach, hätte ich jetzt Sprite gedacht. Nee. Platz 3, Dr. Piper. Und die 23 Aromen. Kennst du die Geschichte? Nein. Ja. Dr. Pepper, das ist anscheinend auch so ein Ami-Ding, ist bekannt für seinen einzigartigen Geschmack, der angeblich aus 23 geheimen Aromen besteht. Und dieser Softdrink hat eine treue Anhängerschaft und ist für viele ein Symbol für Individualität und Eigenartigkeit geworden. Ja, und hat auch viele Auftritte in Filmen, TV-Shows, Musikvideos, ist auch einer der ältesten Softdrinks aus Amiland. Und leider auch der überschattet von einem Trump-Unterstützer, der das Ganze managt. Ja, auch nicht so schön. Mhm. Ne? Genau, so, jetzt wird's spannend. Platz 2 und Platz 1. Ja, Frage, Coca oder Pepsi? Richtig, das ist die Frage. Mann, ich glaube, ich wusste das sogar mal. Fährt erstmal vorweg, ich bin Pepsi und ich auch. Team Cola, Coca-Cola. Ja, ich auch, definitiv. Warum bist du eher Team Pepsi? Viele Menschen, ich war es früher tatsächlich nicht, ja. Mittlerweile aber. Mhm. Weil ich finde, dass Coca-Cola in den letzten Jahren nachgelassen hat. Ich finde, Coca-Cola, so wie ich sie früher wahrgenommen habe, so schmeckt sie nicht mehr. Mhm. Mag vielleicht daran liegen, dass mittlerweile alles aus Plastikflaschen kommt. Wobei der jetzt ja gerade wieder so ein Retro-Kult angebrochen ist. Es gibt wieder die Original-Cola-Flasche aus Glas. Und ich bilde mir ein, dass es seitdem wieder besser schmeckt. Mhm. Letztens gerade eine 1 Liter große Glasflasche, das war einfach so wie in den 80ern. Und das schmeckte plötzlich auch wieder so. Und bei Pepsi, da ist es mir egal, ob die außer Glas oder außer Plastikflasche. Ich finde, die hat so ein... Weiß ich auch nicht. Irgendwie die schmeckt feiner in irgendeiner Form. Jetzt nicht feiner im Sinne von edler, sondern milder. Ja, irgendwie, ne? Deswegen mag ich finde, sie schmeckt ein bisschen abgestanden. Ich mag das ja. Ich mag, wenn sich die Kohlensäure verzogen hat.
Ja, ich mag abgestandene Cola eigentlich ganz gerne. Okay. Und Pepsi geht so ein bisschen in so eine Richtung. Ja, ja gut, das mag sein. Ja. Aber ich glaube, dass manche hier, ich glaube, das ist es so, unser gemeinsamer Freund, der lange Zeit nur von Coca-Cola gelebt hat, der beklagt sich immer, dass nur noch Süßstoff eingesetzt wird statt richtigem Zucker. Auch bei den normalen? Wohl, da bin ich jetzt überfragt, aber ich glaube, dass das bei Pepsi vielleicht auch eher der Fall ist. Ja, es gibt ja Pepsi in verschiedensten Versionen, genauso wie Coca-Cola auch. Pepsi gibt es ja auch als Light und auch als Zero bzw. Max. Pepsi Max, genau. Zero Coke finde ich auch lecker, weil die wenig, also schmeckt ein bisschen erwachsener vielleicht auch. Ne? Das stimmt. Ja. War früher fand ich das nicht so, mittlerweile würde ich sagen, ja, Platz 2 Pepsi. Pepsi doch. Pepsi und die Pepsi-Cola, also der größte Konkurrent von Coca-Cola, hat ebenfalls einen festen Platz, natürlich in der Popkultur, hat eigene Fangemeinde, eigene Geschichte von aufsehenerregenden Werbekampagnen, auf die komme ich nächstes Mal. Mhm. Pepsi hat sich als Marke der Jugend und der Erfrischung positioniert und ist in Filmen, Musikvideos und sogar politischen Kampagnen präsent. Mhm. Ja, die Werbung hat Topstars und Pop-Ikonen der jeweiligen Zeit als Botschafter eingesetzt, was die Verbindung zur Popkultur verstärkt. Genau. Ja, was bleibt nur noch als Platz 1? Coca-Cola, is it? You can't beat it, you can't beat the feeling. Coca-Cola ist zweifellos die bekannteste und am weitesten verbreitete Softdrink-Marke der Welt. Das Markenzeichen, die Coke, hat eine lange Geschichte der Popkulturpräsenz hinter sich. Eben auch von Werbekampagnen bis zu auftretenden Filmen und Fernsehsendungen. Ist Coca-Cola das Synonym für Erfrischung und amerikanische Kultur? Die rote Flasche oder Dose mit dem markanten Logo ist ein Symbol für Zusammenkunft, Glück und Nostalgie. Glück? Ja, kann man so, ich lasse das mal so stehen. Ja. Ne? Und was passt am besten? Ganz kurz, bevor wir in die Musik starten. Ja. Mir ist gerade noch ein Getränk eingefallen, das ich letztes Jahr in den USA zum ersten Mal getrunken habe, was aber auch, was man irgendwie auch kennt, wenn man die USA kennt, nämlich Root Beer. Jo. Stimmt. Hast du schon mal probiert? Ja, habe ich schon mal probiert. Wie war denn dein... Ach, ganz geil. Ehrlich? Ja, ich fand das ganz geil. Wahrscheinlich scheiden sich da die Geister. Ja, wahrscheinlich. Also, ich konnte es halt nicht ausspucken, weil ich in einem Laden war. So, ne? Es war echt irgendwie... Ja, es war so ein bisschen wie Medizin trinken. Ja. Ne? Es war sehr, sehr eigen. Sehr, ja, noch nie sowas in der Art getrunken. Das stimmt. Ich habe es auch nicht... Ich habe wirklich nur so ein... Ich habe mir das voll gegeben und ich fand es dann auch ganz geil, muss ich sagen. Vielleicht, wenn man sich darauf einlässt und sich sagt, das schmeckt mir jetzt. Es ist schon speziell. Dann schmeckt es einem auch. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es beschreiben sollte. Ja. Aber schön, dass es so was Eigenes ist. Dass nicht, ich meine, du hast jetzt hier Sachen aufgezählt, die haben alle einen sehr eigenen, bis auf natürlich die Cola-Geschichten, sage ich mal, haben die meisten noch einen sehr eigenständigen Geschmack, so wie du es auch teilweise beschrieben hast. Ja, ist so, ja. Ja. Ja, was passt denn gut zu einer Coca-Cola? First love. Carbonara. Ach so, ohne Coca-Cola. Richtig, das hören wir jetzt. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, jetzt habe ich auch Bock auf Carbonara gekriegt, muss ich sagen. Ich trinke ja Cola oder Pepsi eigentlich sehr selten grundsätzlich, weil es eben so ein Softdrink ist. Ich trinke lieber andere Cola, muss ich sagen. Grundsätzlich trinke ich halt so diese ganzen spritzigen Softdrinks nicht so. Aber so Pizza gibt es ja wohl nichts Geileres. Definitiv. Im Sommer. Wenn schon, denn schon, ja. So viel dazu. So viel dazu. Ja, bitteschön. Ach, it's moi. It's your turn, ja. Okay. Ja gut, dann bleiben wir mal beim Thema Lebensmittel, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Es bietet sich an. Ja, und zwar dachte ich mir, wie machen die das eigentlich im Film? Mhm. Wo, also gerade so ein Film wie Julie und Julia oder sowas. Oder Julia und Julie, glaube ich, heißt das. Wo so viel Essen auch vorkommt, ist das alles echt und wie wird das gehandhabt? Und tatsächlich ist das ein eigener Zweig in der Filmindustrie, also Food Stylist oder Food Props sozusagen. Ja, stimmt. Und ganz früher, also ganz, ganz früher in den 60er Jahren. In einem Land vor unserer Zeit. In einem Land vor unserer Zeit, genau. Da war es üblich, dass im Film, wenn Essen drin vorkommen sollte, dass man hauptsächlich Nudeln verwendet hat, insbesondere Spaghetti, die dann zu Mittag oder zu Abend gegessen wurden, weil sie nämlich einfach zuzubereiten waren und lange auf dem Teller hielten. Mhm. Also man musste halt nicht irgendwie bei Salat, der dann irgendwann welk wird, ne? Das Problem gab es halt bei Nudeln nicht. Ja. So, heute ist das natürlich ganz anders. Also das hat sich natürlich inzwischen weiterentwickelt, das ganze Thema. Und inzwischen wird eben Essen für Film von
hochqualifizierten Fachleuten zubereitet, sogenannten Food Stylists eben. Ne? Und deren Aufgabe ist es, Lebensmittel so zu kochen, dass sie vor der Kamera realistisch aussehen, ganz wichtig. Schmackhaft. Schmackhaft, genau. Außerdem sollten sie essbar sein. Ne? Dann müssen sie den Dreharbeiten standhalten können, sprich, wie lange dauert so ein Drehtag, wie ist das Wetter, wenn man draußen dreht, die Temperaturen, das kann ja alles auch Auswirkungen, wenn du jetzt Eis isst, ne, dann hat das nicht so lange Bestand. Ne? Und was du gerade auch schon gesagt hast, es sollte auch lecker aussehen, wenn es gefilmt wird, also es sollte schmackhaft aussehen. Mhm. Ja. Und das alles, wenn man in dem Bereich arbeiten möchte, erfordert eine kulinarische Ausbildung. Also du musst halt schon wissen, was du da machst und auch ein paar Infos zum Thema Ernährung irgendwie drauf haben. Das heißt, man muss vorher recherchieren. Mhm. Ja? Also wenn im Drehbuch steht, heute in der Szene gibt es Carbonara, keine Ahnung, dann musst du halt gucken, nicht nur die Infos zum Lebensmittel selbst, sondern auch das Genre des Films mitbedenken. Also ist es zum Beispiel ein Historienfilm? Ne? Oder ist es ein Fantasy- oder Science-Fiction-Film? Ja? Oder hat das Gericht eine bestimmte Präsentationsweise, wie es üblicherweise präsentiert wird? Oder ist es im Film anders dargestellt? Und die Food-Stylistin Marta Cardenas sagt vor der Kamera, hat alles eine Bedeutung, auch das Essen. Wir müssen die Mentalität eines Art Directors haben und uns Bilder, Fotos und alte Kochzeitschriften ansehen, um Inspiration zu finden. Das ist also total wichtig. Ne? So, dann gibt es dieses Thema der Mengen. Also du kannst halt nicht nur einen Teller Carbonara hinstellen. Ja? Es werden immer mehrere Exemplare pro Gericht hergestellt, falls es eben mehrere Aufnahmen braucht, um diese Szene im Kasten zu haben. Ja. Und Chris Oliver ist auch eine Foodstylistin. Sie und ihr Team haben das Essen für hunderte von Filme, Fernsehsendungen und Werbespots gestylt. Und sie sagt, für eine Thanksgiving-Szene brauche ich 8 bis 24 Truthähne. Denn jedes Mal, wenn ein Truthahn aufgeschnitten wird, muss ein neuer her. Krass. Ja, bedenkt man gar nicht Nee. Apropos, was mir auch zwischendurch eingefallen ist, Truthahn ist ja auch sowas, ne? Kennst du noch die Friends-Folge? Hast du Friends geguckt? Nicht wirklich. Aber Mr. Bean hast du geguckt, der hat eigentlich den Gag als erster gebracht, wo er eines Tages, also an Thanksgiving vermutlich, einen Truthahn zubereiten wird und sich den über den Kopf stülpt. Ah, ja. Stimmt. Ja. Und das haben Friends dann quasi sich geliehen. Okay. Ich mal. Ja, genau. Das fällt mir zu Truthahn. Genau. Dann natürlich auch die Szenen, in denen gegessen wird, faktisch gegessen wird. Wenn zum Beispiel Schauspieler einen halben Hamburger essen und die Szene wiederholt wird, ne? Sie müssen natürlich immer wieder mit einem neuen Burger anfangen. Ja. Der Schauspieler und Regisseur Jon Favreau, der den Film Chef gemacht hat, der hat zu den Dreharbeiten gesagt, dass etwa, da wurden wohl Sandwiches hergestellt. Ja. Und er sagt, für den Film mussten etwa 800 kubanische Sandwiches hergestellt werden. 800! Alter. Ja, krass. Und er sagt, man muss essen und dann muss man wieder essen. Und dann muss man wieder essen. Für jeden Winkel und jede Einstellung muss man essen. Heftig. Ja, und im Gegensatz zur Fotografie, du hast ja auch eine Fotografen-Historie, ne? Ja, genau. Stimmt. Dann wirst du wissen, dass man dafür doch mal mit Attrappen gearbeitet hat, unter Umständen, ne? Je nachdem. Und beim Film ist es aber anders. Da muss man eigentlich, oder fast immer muss echtes Essen für die Dreharbeiten gekocht werden. Ja. Weil das Essen, wenn es denn eingesetzt wird, auch meistens gegessen wird. Ja? Zudem werden hochauflösende Filmkameras verwendet, die so eine Fälschung schneller aufdecken würden von uns, die wir das Ganze angucken. Ja. Allerdings gibt es auch Fälle, in denen Lebensmittel gefälscht sind. Nämlich dann, wenn sie als Requisite gedacht sind. Ne? Also als Requisite, die nicht gegessen, sondern nur als Deko sozusagen da ist. Da gibt es den Film Danny Collins als Beispiel. Da hat man nämlich eine falsche Torte gebaut für eine Geburtstagsszene und diese Torte hätte eigentlich nicht gegessen werden sollen. Aber in letzter Minute änderte der Regisseur seine Meinung. So, was macht ein Foodstylist da? Ne? Bei dem Film war die Foodstylistin Melissa McSorley am Set und die sagt, wir mussten die Torte, die aus Styropor bestand, mit einer Säge zerschneiden, weil keines meiner Messer sie durchschneiden konnte. Und dann haben wir echte Schichten auf die Torte gelegt, damit sie wie eine echte Torte aussah. Krass. Ja.
Und dann stellt sich natürlich auch in Zeiten des Überflusses und all dieser Geschichten auch natürlich die Frage, was mit den Essensresten passiert. Ja, klar, ja. Und ich fand es gerade spannend, weil du gerade meine Fotoausbildung angeführt hast. Da hatten wir natürlich auch solche Sachen, dass wir, wenn wir Küchen oder Esszimmer fotografiert haben, musste da natürlich teilweise auch Essen stehen. Ja. Und dafür gab es dann Attrappen. Doch, da Attrappen. Aber richtig, also sie sahen aus wie echt. Ja. Also wirklich, die Bratwürste sahen aus wie echte Bratwürste, die Burger wie echte Burger. Aber es war halt alles aus Plastik, ne? Manchmal sieht man sowas auch in Möbelhäusern. Ja, genau. Da denke ich auch, oh, ist das jetzt echt oder nicht echt? Ne? Ja, das liegt frisches Obst. Oh nein, das ist gar nicht frisch. Apropos, ich war mal in einem Baumarkt und wollte eine neue Pflanze kaufen. Ja. Und sah diese eine und die sah so hübsch aus. Ne? Und sie war künstlich. Am Ende war sie künstlich. Aber ich stand da wirklich, ich war auch nicht alleine, wir dachten beide, das ist eine, also das ist eine echte. Ja. Und ich habe sogar in die vermeintliche Erde gestochen. Das ist ein bisschen peinlich, ne? Aber es war so hart, natürlich, weil es damals Plastik war. Ja? Ich dachte, oh krass, die steht ja schon lange. Ich dachte wirklich. Aber heute werden künstliche, früher war das ja, das war, also heute werden die aus Stoff hergestellt, zum Beispiel. Ne? Und früher war das halt einfach nur Plastik. Harte Plastikkacke so. Ne? Ja. Ja, so viel dazu. Also wie realistisch sowas heute dann auch hergestellt werden kann, ne? Weil es geht dafür Gemüse oder so natürlich. Stimmt. Ne? Ja. Und genau. Teuer die Scheiße ist. Bitte was? Diese Attrappen, das, ja, teuer, ja, ja. Kostet richtig Geld. Ja. Mhm. Ja, also auch diese Pflanze, das war, die war viel teurer als. Ja, also echt. Ja, natürlich, ja. Aber sie bleibt ja auch länger. Ja. Manchmal länger. Länger frisch, ja. Genau. Nun gut, also was ist mit den Essensresten? Ja. Es ist wohl so, dass es nicht sehr üblich ist, dass Reste übrig bleiben. Mhm. Also meistens wird das wohl auch verzehrt. Mhm. Und was unberührt, das ist ja das Wichtige, was darf ja nur unberührt dann irgendwie weiterverwendet werden, mhm. was unberührt und in gutem Zustand bleibt, das wird entweder gekühlt für irgendwie andere Projekte, mhm. ne? Oder aber es wird für wohltätige Zwecke gespendet. Ah, ne? Oder aber für die Herstellung anderer Gerichte verwendet, die man vielleicht für eine andere Szene benötigt. Mhm. Oder man macht eine Marmelade draus oder Soßen oder sowas. Wurstebrei. Halt. Ja. Genau. Richtig, ja, genau. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, ist, ist die Gesundheit der Schauspieler natürlich. Also klar. Die muss auch mit berücksichtigt werden. Mhm. Denn viele Lebensmittel verbringen, wie die Schauspieler selbst, auch Stunden am Set. Mhm. Das heißt, es muss nicht nur appetitlich aussehen, sondern auch in gutem Zustand gehalten werden. Ne? So eine Wurst, die sich nach oben wälzt, weiß ich nicht. Möchte niemand. Oder so ein Fisch, der jetzt schon irgendwie sechs Stunden gelegen hat, weiß ich nicht. Ne? Riecht auch schon. Genau, also insbesondere eben Fisch und Meeresfrüchte, die sind nur Produkte, die leicht bei dem dann auch gesundheitsschädlich sein können. Ja, klar. Können, ne? Ja. Das heißt, für solche Fälle müssen Köche und oder Foodstyles nach Alternativen suchen. Mhm. Also, was ist denn jetzt, wenn man wirklich irgendwie einen Fisch braucht für eine Szene? Mhm. Dann kann man vielleicht keinen echten nehmen, im Zweifelsfall. Das heißt, man muss sie vielleicht teilweise auch nachbauen. Und Melissa McSorley, diese Foodstylistin, sagt, ich musste schon viele Austernattrappen herstellen. Ja. Ich mache sie aus Pudding, einer Teigcreme, die ich dann einfärbe. Ja. Mit einem Pinsel und Luft forme ich sie. Sie gleiten perfekt aus der Auster heraus. Auch geil. Witzig, ne? Ja. Und dann ist auch so eine Frage, was ist denn so mit Essen, das man selbst noch gar nicht kennt? Also Lebensmittel für Science-Fiction-Filme zum Beispiel. Ja? Wo man sich dann die Frage stellen muss, wie würde man wohl im Jahr 3000 auf irgendeinem Planeten außer der Milchstraße essen? Gäbe es da eine Vegetation? Was Stimmt. kann überhaupt wachsen? Ja. Ne? Und da müssen natürlich Foodstylisten extrem kreativ sein und viel recherchieren. Auf jeden Fall, ne? Ja. Und zugleich muss es natürlich auch glaubhaft aussehen. Also es darf jetzt nicht was super Freakiges sein, wo der Zuschauer sofort sagt, Quatsch hier, ne? Ja. Ja, genau. Und ne, für solche Sachen braucht es eben auch verschiedene Utensilien und so weiter. Das heißt, so ein Foodstylist arbeitet eben nicht nur mit Lebensmitteln, sondern braucht eine breite Palette von Werkzeugen, sowas wie Pinzetten, Pinsel, Spritzen, Lötlampen, durchaus auch Gefriersprays und so weiter. Ja. Dann, was man auch nicht unterschätzen darf, sind die Drehorte selbst. Die sind ja oft gar nicht im Studio, sondern Stimmt. an entlegenen Orten, Stimmt. wo gar keine Küche da ist. Wie macht man das dann? Ja, aus dem Brustbeutel. muss man improvisieren. Ja, oder man hat eine mobile Küche. Ach so, ja. Ja, in Form von spezialisierten Wohnwagen. Genau, sowas machen wir dann. Krass. Ja. Und dann gibt es natürlich auch, gerade in der heutigen Zeit, wo jeder so seine eigene Essensgewohnheit hat, ne? Ja. Auch das muss man bedenken. Also gibt es zum Beispiel Lebensmittelallergien der Schauspieler.
Halten Sie gerade vielleicht Diät für eine spätere Rolle? Ja. Oder auch für diese Rolle? Stimmt. Veganer. Boah, das ist echt ein Fass ohne Boden. Aber ne? Total. Mhm. Ne? Der Chefkoch Chris Oliver hat sich mal zu einer Szene geäußert, in der ein veganer Schauspieler ein Spiegelei essen sollte, was er aber abgelehnt hat. Ja? Verständlich. Das heißt, das Küchenteam musste ein Spiegelei zubereiten, das wie ein normales Ei aussah, aber für Veganer geeignet war. Ah, okay. Und dazu sagt Chris Oliver: Wie macht man ein veganes Ei? Molekulargastronomie. Ich kann nicht mal erklären, wie es geht, aber ich kann es zubereiten. Es war Mango und Tofu. Wenn man sich die Szene ansieht, wird man den Unterschied nicht bemerken. Ja, krass. Krass. Abgefahren, oder? Ja, das ist. Und vielleicht auch mal ein ganz nettes Berufsfeld. Auf jeden Fall. Kochausbildung machen, ja. Und ab nach Hollywood. Ja, genau. Oder nach Babelsberg. Ja, ist voll ja. Super eigentlich. Ist bestimmt interessanter, super als interessant. In der Großküche der Unimensa zu gucken. Das glaube ich aber auch. Das glaube ich auch. Ja. Ich finde ganz passend dazu ein Lied, das ich gefunden habe, ja. An das du dich sicherlich auch noch erinnern wirst. Ja. Das ist im Jahre 1995. Ja. Die Presidents of the United States of America hatten einen Hit unter anderem mit Peaches. Ach krass, jo, das gab's. Die wollten Millionen von Peaches essen. Ja. Presidents. Okay, das hören wir. Ne? Das hören wir. Ja. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can. They were put there by a man. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. Gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. Gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a room salt twist. Squished a rotten peach in my fist. And dreamed about you, a woman. Flashback hier am Rande. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Flashback. Da freue ich mich jetzt schon ganz besonders drauf, wenn ich mit Natascha das Werbemusik-Quiz starte. Ich freue mich auch. Wie ein Quiz im Raten. Ja, genau. Und ich wette auch, dass du wahrscheinlich... Vor allem Betonung liegt auf Raten, nicht auf Wissen, ne? Ich glaube eher, bei dir ist es Wissen doch. Ja, würde ich sagen, ja. Also ich glaube, als Kind. Ich habe extra ein Konglomerat ausgewählt. Ja, cool. Da gibt's, ist, glaube ich, nichts dazwischen, was du nicht kennst. Ja. Also es würde mich sehr wundern, glaube ich. Du sagst eine Zahl zwischen 1 und 12 und ich sage Spot up. Und du, ja, ich meine, manchmal ist es natürlich, wird es auch dann erwähnt im Spot, aber genau.
Ja, dann sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 12. 5. Nummer 5. Da fängst du ja gleich mit einem richtigen Gassenhauer an. Was muss ich denn überhaupt erraten? Einfach welches... Das, wofür Werbung gemacht wird, richtig, oder? Genau. Welches, um welches Produkt es sich handelt. Hier geht es auch schon los, ich hoffe. Ah. War das Eis oder sowas? War das Lange Lese? Richtig! Sehr schön! Ich glaube, da ist mir vor allem Lagais in the Sunshine. Ja, natürlich. Das habe ich jetzt natürlich extra nicht genommen, weil das jetzt wahrscheinlich schon am ersten Rhythmus erkannt. Ich wollte ja auch ein bisschen, also zwischendurch auch ein bisschen knifflig machen. Vor allem weißt du noch, nein, weißt du nicht mehr, ne? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du nicht mehr, aber du hast es trotzdem erraten. Ja. Okay, die nächste Zahl. Ja, 8. Nummer 8. Das solltest du auch kennen. Ja, du wirst eh alles kennen. Nummer 8. Achso, ich dachte an meinem Firmament. Das kommt glaube ich auch. Ja. Warte, was war das denn? Ach Gott. Messi. Richtig. Du musst gerade vorsingen im Kopf. Das waren genau 13 Sekunden, nicht schlecht. Ach, das hätte man wahrscheinlich auch schneller hinbekommen. Ja. Wir schauen mal, du hast ja noch ein paar. Ja. Die nächste Zahl. 10. Die 10, oh, das ist auch ikonisch. Achso, Öltje. Super, wow, das waren 5 Sekunden. Nicht schlecht. Wir werden hier jetzt schon, also es wird schon schneller. Mhm. Die nächste Zahl. 9. Nummer 9. Ah, das ist ein bisschen kniffliger. Mhm. Das ist ein bisschen kniffliger. Das Schönste an der Euer Mama, Frederike, war, die ist endlich hieß. Ja. Hier, ja, genau, ich weiß. Das habe ich oft im Kopf, wenn ich Feierabend habe. Mit Mühlen. Pommersche aus dem Mühlen-Dings, wo muss ich an? Genau. Ja, das habe ich tatsächlich oft im Kopf, wenn ich Feierabend mache. Ehrlich? Dann hat es ja seine Wirkung nicht verfehlt. Überhaupt nicht, nein. Genau. Okay, the next, please. 2. Nummer 2. Oh, das ist auch ikonisch. Definitiv ikonisch. Wir haben jetzt hier natürlich ganz viel aus den 80ern auch. Da sind einige von euch Zuhörern vielleicht auch schon raus, weil sie das Alter nicht haben. Aber das hier ist auch ikonisch. Ja, Bonduelle. Alter! Ey, noch nicht mal angefangen mit der Musik. 4 Sekunden. Das muss ich wohl ganz toll gefunden haben als Kind, oder? Wenn ja, auf jeden so, Fall, wenn die da so lange mal Dose öffnet, ist ganz geil, da will ich auch drin wohnen. Oder? Da will ich auch drin wohnen. Ja, ich hätte am liebsten in der Glasflasche der bezaubernden Genie gewohnt. Ja, das ist auch ein schönes Zuhause gewesen. Ja. Sehr cool, das sind 4 Sekunden, das gilt es jetzt zu schlagen. Oh, das will ich mit Nummer 1. Nummer 1, ja, das, ich glaube, da wird es dir wahrscheinlich sogar gelingen mit Nummer 1. Und es geht los. Come on now, Bacardi. 3 Sekunden, ja. Du hast es tatsächlich geschafft. Nicht schlecht. Ja, ich denke, das wird jetzt schwierig zu unterbieten, ja. Aber ja, das sind noch ein paar Ikonen dabei. Bitte. Achso, ich muss hier eine Zahl geben. Ja. 3. Nummer 3. Ja, auch ikonisch, würde ich sagen. Ah, ist das leise. Schokokrossis. Ja, natürlich. Das war sehr leise, aber du hast es trotzdem erkannt. Sehr schön. Okay, wir haben noch 1, 2, 3, 4 haben wir noch. Dann nehmen wir doch die Nummer 4. Mhm. Könnte ein bisschen schwieriger werden. Worauf stehen unsere Champions? Dann die Sahne. Ja, achso. Da war es schon. Kenne ich aber wahrscheinlich nicht. Also kenne ich natürlich, aber wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. Dani plus Sahne. Gibt es das eigentlich lecker noch? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt. Okay. Please. Die 7 hatten wir noch nicht. Die 7 hatten wir noch nicht, das ist richtig. Ich wäre da jetzt schon raus, bei welchen Nummern, wenn ich mir jetzt nicht hier schon einen Haken dran gemacht hätte. Nummer 7. Wenn es denn heute noch lädt. Das ist Mentos? Richtig! Gut! Sehr gut! Also spritzig, vital, agil. Sehr, extrem gut. Okay. 9 hatten wir noch nicht, ne? Nummer 9 hatten wir schon noch. Also, fehlen noch 2? Es fehlen noch
1, 2, richtig. 11 und 12 wahrscheinlich, ne? Nee, 6 und... Ach, echt? Nee, Moment, 3 fehlen. 6, 11 und 12. Ja, 6. Nummer 6. Nummer 6 ist, ich glaube, relativ simpel. Ich höre es kommen. Oh ja, warte mal. Nach Hause kommen, ne? McDonald's. Ja, oh, das hat aber gedauert. Krass. Ja, ich sag, ich bin kein, bin nicht so die Fastfood. Ah, ja. Aber das habe ich, glaube ich, seitdem nicht wieder gehört. Alter Schwede. Ja. Okay, du weißt aber, dass das von derselben Sängerin ist, die dann auch First Time, First Love gesungen hat, ne? Ist auch von Robin. Ehrlich? Mhm. Aber war das eine, also die hat so gut Deutsch gesungen? Ja, also sehr gebrochen, so, aber man hört schon. Ja, aber man hört auf jeden Fall die Stimme raus, das stimmt. Ja, ja, ich kann mich an die Werbung erinnern. Mhm. Die Sonne geht auf, glaube ich, und alles, ja, ist so schön hell. Genau. Schön in goldenen Gesund Farben, ja. Das Gegenteil vom Essen auf jeden Fall. Okay, 2 hast du noch. Ja, 12. Nummer 12. Das könnte ein bisschen schwieriger werden, wobei, vielleicht auch gar nicht. Was war das denn? Ja, was war das? Zott, ja, okay, Zott, das ist ja, selbst gesagt. Ich wäre aber nicht drauf gekommen. Nein. Okay, dann haben wir noch einen, nämlich die Nummer 11. Der ist auch ikonisch, den solltest du schnell erraten. Nummer 11. Also. Ja, gut. Aber weißt du, welche Werbung jetzt wiedergekommen ist? Sag es. Welches Motiv sie wieder genommen haben, nur ein bisschen abgewandelt. Und wie sie es abgewandelt haben, fand ich ganz interessant. Mhm. Gillette. Mhm. Gillette für das Beste im Mann. Ja. War ja, also, ich weiß noch nicht, immer das rauf und runter gesungen. Es war voll der ikonische Song für uns. Auf jeden Fall, ja. Du siehst gut aus. Man sieht's dir an. Du hast es weit gebracht. Ja. Und wir geben dir, was dich erfolgreich macht. Ja, genau. So ist ja das Original. Ja. Jetzt haben wir es musikalisch minimal abgewandelt, das Motiv. Aha. Und es wird mir von Erfolg gesprochen, weil das ist ja... Das ist jetzt bad. Könnte man vielleicht einen Burnout von kriegen oder so. was sagen sie statt Erfolg? Warte mal, was dich... Ich weiß nicht, irgendwas Abgemildertes auf jeden Fall. Ja? Und du denkst, okay, alles klar, andere Zeiten einfach. Ja, 40 klar. Jahre später. Ja. Ein paar Sachen sind einfach... Ansonsten mochte ich auch Leipzig, war das Leipzig... Wir haben uns gefunden. Ja, ohne Gleichen. Stunde. Oh, ohne Gleichen, genau. Genau. Hätte ich jetzt das fand eine ich auch Packung hinstellen super können. Ja. Genau, das fand ich auch immer ja toll. Das war so ein richtiger das Popsong. Auch geile halt. Kekse. Kennst ja du, apropos ja Keks, kennst du noch die Balsen-Probierstube? Nein. Nee? Nee. Das gab es irgendwie, ich glaube, das war so Anfang der 80er. So ein Werbeclip, wo die in so eine fiktive Backstube, da war alles perfekt und ja da wurden dann die Kekse und die ganze Schokozeug zubereitet. Sag nicht fiktiv, also Dr. Oetker hat ja einen Back- ja, das stimmt. Backdings. Das stimmt, ja. Ich war mal Mitglied im Dr. Oetker Backclub. Echt? Ja, habe ich mal ein Jahres Abo. VIP-Karte gehabt? Ja, habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das war geil. Geil. Ja. Und da kriegst du auch immer die neuesten Produkte zugesandt? Nein, so? Es gab viermal, ich glaube viermal im Jahr. Ja. Das Dr. Oetker Backclub Magazin. Ah. Mit zig Rezepten. Interesting. Ja. Dann ist das jetzt dein Turn. Ja. Ja. Alles klar. Dann ja machen wir mal weiter. Machen wir direkt weiter. Und ja zwar kommen wir zu etwas, das in Deutschland absoluten Kultcharakter genießt. Ja. Erschreckenderweise scheint es bei der jüngeren Generation nicht mehr so verbreitet und bekannt zu sein. Jetzt bin ich und vielleicht können wir das jetzt hier und jetzt ändern. Okay. Ändern vor allem. Ja, ändern. Genau. Es soll um den ikonischen Sketch Die Nudel von Loriot gehen. Loriot, ja. Das ist natürlich ein Meisterwerk. Ein absolutes Meisterwerk. Ja. So wie Loriot ein Meister seiner Zunft gewesen ja ist. Genau. Nicht? Ja. Genau, nicht wahr? Ja. Kann man sagen. Loriot, Vico von Bülow, natürlich. Ja. Ne? Ich glaube, wir haben ihn hier auch schon mal lose erwähnt in einer unserer ganz frühen Sendungen zum Thema Humor. Da waren wir noch etwas unkoordiniert, glaube ich, mit unseren Inputs sozusagen. Mhm. Aber da haben wir ihn auch schon, glaube ich, mal erwähnt als einen, den wir beide sehr lustig finden. Mhm, auf jeden ich, Fall, ne? Ja. Genau. Ungeschlagen eigentlich. Ungeschlagen, ja, genau. Ganz klasse für sich, der Typ. Absolut, ja, absolut. Der Sketch selbst, Die Nudel, ist zum ersten Mal in Loriots Sendung Loriot ausgestrahlt ja worden, am 16. Mai 1977. So lange ist das schon her, ja, krass. Ja, und ja, worum geht's? Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ein Pärchen, Ehepaar, was auch immer, sitzt in einem Restaurant. Mhm. Sie unterhalten sich und essen dabei einen Teller, ich glaube, Nudelsuppe. Ja. Und irgendwann hängt bei Loriot eine Nudel im Gesicht.
Und die wandert. Die wandert, ne? Die nimmt Positionen im Gesicht ein, verschiedene. Mhm, und genau. Er merkt es halt nicht. Und seine Teure versucht ihm das irgendwie verständlich zu machen, dass er da nun irgendwie einen Toilettenfehler hat. Aber kriegt es halt auch irgendwie nicht so ganz hin. Und ja. Richtig, in der Quintessenz richtig. Ja. Die beiden sind aber nicht verheiratet. Ah, okay. Die siezen sich sogar. Ah, okay. Ne? Dann ist es vielleicht ein Geschäftsessen oder. Jein, also er will ja einen Heiratsantrag machen. Ah, guck, das hatte ich nicht. Aber es wird ihm noch gesiezt. So war das wohl damals. Mhm. Ja. Also ein Mann, der ist unbenannt, ist aber Loriot, wird von Loriot gespielt. Ja. Und eine Frau namens Hildegard. Ja, Hildegard. Ja, das passt auch. Ja. Genau, ja. Und gespielt von Evelyn Hamann. Ja. Ne? Die beiden haben ja auch später häufiger noch andere oder auch davor Sachen zusammen gemacht. Genau. Mhm. Also italienisches Restaurant. Mhm. Und sein Plan ist es, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Und sie essen ein Nudelgericht. Also das stimmt. Ne? Mhm. So, und dann wischt er sich gleich zu Beginn mit einer Serviette über den Mund. Ja. Und dabei bleibt eben eine längliche Nudel an der Unterlippe hängen. Ja. So, und er gesteht ihr dann auch sofort seinen Plan, ja, seine Liebe. Mhm. Und sie ist aber natürlich abgelenkt von der Nudel. Also von der Nudel im Gesicht. Ja. So. Von der Nudel nicht. Ne? Richtig. Und wie du schon richtig sagst, ja, im Verlauf des Gesprächs, man muss es eher als Monolog bezeichnen. Es ist ja eher eine Rede, die er da hält. Ja, ne? Genau. Und während er sich immer wieder so ins Gesicht fasst, um irgendwie Sachen zu machen, sich mal zu kratzen oder abzuwischen oder so, bleibt die Nudel eben immer an einer anderen Stelle hängen. Mhm. Und Hildegard, die Arme, versucht noch am Anfang, ihn in seiner Rede zu unterbrechen, um ihn darauf hinzuweisen, tut dies auch. Und er wischt sich das dann kurz weg, aber schon im nächsten Moment sitzt sie halt wieder irgendwie an der Augenbraue oder so. Ja, genau. Nase. Genau. Und dann, genau. Und danach sitzt sie halt einfach nur noch stumm, guckt ihn an und weiß gar nicht mehr, wie ihr geschieht. Ja. Während sie eben beobachtet, wie diese Nudel halt ihr Eigenleben führt. Genau. So. Genau. Nicht nur diese Nudelpanne an sich ist lustig in diesem Sketch, sondern auch, wie die beiden interagieren. Mhm. Ne? Also er ist so dieser, man muss auch dazu sagen, ich meine, es ist Ende der 70er, es ist nicht das schönste, modisch gesehen, das schönste Jahrzehnt gewesen, kann man nicht so sagen. Kann ne? Genau. Man sagen, ja, genau. entsprechend seine Haare ist halt, sieht aus wie eine Perücke, auch sie trägt sehr, weiß ich nicht, ondulierte Haare oder wie man das dann nannte. Ne? Und nun gut, die sitzen sich da also gegenüber und er selbst wird als super korrekt und arrogant, also kommt er einfach rüber als Typ. So, ne? Mhm. Also er betont, um sich da quasi zu verkaufen, dass er demnächst in der Firma aufsteigen wird. Also er schreibt oder er sagt hier, weil ich eine saubere Weste habe, weil ich politisch in Ordnung bin, weil ich die Tricks alle kenne, weil mir keiner was vormacht. Ne? Er gibt sich so als Macher irgendwie, ne? Um sich halt als potenzieller Ehemann irgendwie am besten darzustellen. Mhm. Ja, das Ganze wird natürlich umso ironischer, weil er die Nudel eben nicht kontrollieren kann in seinem Gesicht. Ne? Also er sieht total albern aus, wenn er das sagt. Ne? Ja. So. Auch sonst fällt er eher unangenehm auf. Mhm. Irgendwann kommt der Kellner und bringt ihm so ein Espresso und er sieht eben sofort, oh je, da ist ein Lippenstiftrand dran und beklagt sich, holt den Kellner zurück und beklagt sich und beleidigt den Kellner auch noch direkt und sagt, das können sie ihren Gästen in Neapel anbieten. Hier kommen sie damit nicht durch. Ja? Und da haben wir auch wieder Loriot als Typen, der so diese, den piefigen Deutschen auch so super gut irgendwie super darstellen konnte. Super, ne? So auf den Punkt. Absolut. Und wenn sich der Zuschauer nicht selbst darin wiedererkannt hat, dann doch sicherlich einen Nachbarn, Kollegen oder Freund oder sowas. Ja. Ne? Also es war immer sehr, Sachen aufgedeckt insofern, so eine Verhaltensweise und so. Und naja, eines der bekanntesten Zitate aus diesem Sketch oder aus Loriots Gesamtwerk, muss man sagen, ist Hildegard, bitte sagen Sie jetzt nichts. Ja, ja, genau. Ja. Also wirklich ein absolutes Meisterwerk, muss man sagen. Ja, ne? Ja. Und genau, eben Evelyn Hamann fügt sich da nahtlos mit ein. Sie macht das total super, war eh eine tolle Schauspielerin auch. Ne? Ja. Top-Paar eigentlich schlechthin. Genau. Mhm. Und es heißt hier auf Wikipedia, heißt es zum Beispiel, dass die Idee zu dem Sketch wohl durch seine Patentochter entstanden ist. Diese Patentochter hat sich wohl als Kind, ich nehme an, dass sie ein Kind gewesen ist, als Scherz während des Essens wohl regelmäßig ein Reiskorn ins Gesicht gepappt, um quasi ihr Gegenüber irgendwie zu derangieren. Ja, genau, genau. Und so kam wohl diese Idee zustande, wurde mal irgendwann gesagt oder so. Ja. Ja. Und
bei einer Umfrage zu Loriot im Jahr 1997 wurden Personen nach seinem bekanntesten Sketch befragt. Also was denken Sie, was ist für Sie der bekannteste Loriot-Sketch? Und auf Platz 2 kam eben die Nudel mit 35,1%. Platz 1 ist Herren im Bad. Ach. Aber auch nur knapp Platz 1 mit 35,5%. Ja, also großartig. Die beiden sind sich da fast ebenbürtig, was die Bekanntheit betrifft. Ne? Mhm. Genau, das Ding ist, dass es diesen Sketch interessanterweise nicht auf YouTube zu sehen gibt, aber wir werden ihn verlinken. Ich habe ihn auf einer Facebook-Seite gefunden zum Thema Loriot. Ja. Ja, merkwürdig, ne? Krass, ja. Und was mir dann in der Vorbereitung auch noch eingefallen ist, ist auch ein anderer Sketch, der ist mir erst Jahre später untergekommen, ist aber nicht minder lustig. Kalbsachse Florida, sagt ihr das was? Oh ja, das sagt mir auch was. Man kennt es unter anderem auch unter Schmeckt's. Naja. Da sitzt Loriot im Restaurant und bestellt sich die Kalbsachse Florida. Auch sehr geil, ja. Ja, werden wir auch verlinken. Ja. Den gibt es, glaube ich, auch irgendwie, ich glaube, auf Daily Motion oder sowas. Ja. Oder also auch, auch nicht auf YouTube. Ja. Keine Ahnung, ob es da irgendwie einen Bann gibt oder so. Lizenzding. Ja, genau. Ja. Also, ja, zwar wirklich, also auch dieser letztgenannte Sketch ist auch grandios, finde ich. Vor allem der erste Part des Sketches. Und bitte nochmal anschauen. Wie gesagt, also mir sind Leute untergekommen, die Loriot nicht kennen. Ja, das ist krass. Was ich wirklich dramatisch finde. Nicht. Ja, das ist wirklich schlimm. Das geht nicht. Versuchen wir jetzt hiermit zu ändern. Richtig. Ja. Es gibt einen Musiker, der auch eine Art Nudel oder Nudelgericht besungen hat. In seinem Song aus dem Jahre 1988. Lasagne heißt der Song. Ja. Wer kann sowas machen außer Weird Al Yankovic? Da könnte ich jetzt was zu sagen, aber... Ja. Das später. Alles klar. Ja, Lasagne von Weird Al Yankovic. Ja. Viel Spaß dabei. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, wunderbar, ganz wunderbar. Ja. Wunderbar, wunderbar. Schön, schön. Habe ich schon mal zitiert, glaube ich. Ja, und ich kann es auch schon damals nicht. Genau. Ja, wir kommen jetzt zu einem Film. Ein Film, der kontroverser und provokativer wohl nicht sein könnte, aus dem Jahre 73, ja. Des italienischen Regisseurs Marco Ferreri. Das große Fressen. Richtig. Mhm. Das große Fressen gesehen? Nein. Ja, ist auch, glaube ich, Sie haben wir auch schon mal gesprochen irgendwann mal, dass er so hart ist, ja, ne, oder? Er ist hardcore, im wahrsten Sinne. Und er wirft einen Blick auf die, ja, die Dekadenz von vier wohlhabenden Männern, die sich dazu entschließen, sich in einem abgelegenen Landhaus zu einem exzessiven Schlemmerfest zusammenzufinden, bei dem sie sich bis zum Tode vollstopfen wollen. Und nicht nur das, sie wollen eigentlich nur konsumieren, und zwar alles, was geht. Sowohl Essen, als auch Frauen, als auch Drogen, also Alkohol, alles. Ne? Und das tun sie auch. Und die Handlung konzentriert sich auf die Charaktere, die unterschiedliche Hintergründe und Motivationen haben. Da sind einmal der reiche Geschäftsmann Marcello, gespielt von Marcello Mastroianni. Ach, der hat mitgespielt? Ja, ja. Oh. Ja. Der erfolgreiche Fernsehproduzent Michel, gespielt von Michel Piccoli. Mhm. Der Pilot Ugo, gespielt von Ugo Tognazzi. Und der Richter Philippe, gespielt von Philippe Noiré. Und sie alle führen ein Leben im Überfluss und scheinen von der Leere ihres Daseins gelangweilt zu sein. Was sie dann eben dazu veranlasst, einen radikalen Schritt zu unternehmen, um dem Leben einen Sinn zu geben. Ja, während des Festes überfrachten sich dann die Männer mit Unmengen von Luxusessen, Alkohol, Drogen, ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit oder Moral zu nehmen. Sie lassen sich von ihren animalischen Gelüsten leiten, ohne jegliche Hemmung und Selbstkontrolle. Die Szenen werden zunehmend grotesk und dekadent, während die Männer sich in einem Akt der Selbstzerstörung verlieren. Und ja, die Analyse des Films zeigt dann auch, dass es eben eine kritische Satire auf die Konsumgesellschaft allgemein ist, die von Exzess, Gier und Selbstsucht geprägt ist. Und die Charaktere repräsentieren dabei verschiedene Aspekte des modernen Menschen, der in seinem ja, Streben nach Vergnügen und Befriedigung seiner moralischen und ethischen Werte aufgibt. Ne? Und der Film stellt die Frage nach dem wahren Sinn des Lebens und enthüllt die Leere und Sinnlosigkeit eines Lebens, das nur auf hedonistische Befriedigung basiert. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Darüber hinaus kann man den Film so als Kommentar zur Dekadenz und Entfremdung in der modernen Gesellschaft auch interpretieren. Die Männer isolieren sich in diesem dekadenten Universum, das von materiellen Gütern und körperlichen Vergnügen beherrscht wird, und entfernen sich zunehmend von der Realität und den menschlichen Werten.
Und insgesamt ist es ein sehr verstörender und gleichzeitig auch faszinierender Film, der den Zuschauer eben anregt, über die Grenzen des menschlichen Verhaltens und die tiefgreifenden Auswirkungen der Konsumkultur auf die Gesellschaft nachzudenken. Der Film wurde in den 70ern als schockierend wahrgenommen. Mhm. Neben der skandalösen Handlung waren es auch die derben Sexszenen, die explizit dargestellten Fressszenen und die überdeutlich hörbaren Verdauungsgeräusche und Blähungen der Protagonisten, die den Seh- und Hörgewohnheiten der 70er Jahre komplett zuwiderliefen. In Irland wurde der Film zum Beispiel mit einem Aufführungsverbot belegt. Mhm. Ja, Kritiken sind auch ganz schön. Hier Roger Ebert schrieb 73 in der Chicago Sun-Times, der Film besitze keine philosophische Tiefe. Er bezeichnete den Film als dekadent, voller Selbstüberdruss, zynisch und häufig obszön. Ja, das Lexikon des internationalen Films schreibt, Ferreris umstrittenes Bild einer Konsumorgie in Details überdeutlich und schockierend, insgesamt jedoch zu wenig reflektiert und verbindlich, um wirklich aufrütteln zu können. Die Allegorie auf eine nur an Konsum orientierten Gesellschaft geht in der vordergründigen Inszenierung unter. Da haben sie nicht Unrecht. Also ich habe die Message auch nicht verstanden damals, so richtig. Ich habe es auch lange nicht gesehen. Ich glaube, es ist aus dem Film, den gucken wir nur einmal. Ja, der Film gewann tatsächlich die Goldene Leinwand und er gewann außerdem bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes den Fipreschi-Preis der Fédération Internationale de la Presse Cinématographique und wurde für die Goldene Palme nominiert. Ja. Das ist ja schon mal was. Ne? Ist ja vielleicht trotzdem ein Tipp, wenn man mal sehen will, wie, ja, was passiert, wenn eben die Dekadenz die Oberhand gewinnt. Ich meine, man kann sich auch die 120 Tage von Sodom angucken, das macht es auch nicht besser. Oder wenn man sich vielleicht mal so einen Filmklassiker ziehen will und sich fragen will, warum. Genau. Was hat so Genregrenzen gebrochen? Ja, man muss sagen, Grenzen des guten Geschmacks. Richtig, genau. Und man muss auch sagen, Marcello Mastroianni ist natürlich geil, also geiler Schauspieler einfach. Und der rettet das an einigen Stellen tatsächlich auch, weil das einfach gut spielt, die ganze Geschichte. Genau. Und ja, mit diesem etwas ernsten Ende, die auch am Ende unseres ersten Teiles. Wir können das noch auflockern mit einem lustigen Musikstück. Ja. Einer meiner Favorite Bands, nämlich von Ween, haben wir lange nichts gehört. Wir hören von Ween jetzt passend zum Titel Bananas and Blow. Und wünschen verabschieden euch, uns für verabschieden uns für heute. Ja. Und fressen uns nächste Woche wieder durch. Ja, durch einen Berg von... Richtig, da kommen wir aufgetrumpft, kommen wir dann. Genau, wenn es wieder heißt... 1000 Jahre. Pop. Kultur. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Just eat it, eat it, eat it. Get yourself an egg and